Und jetzt kann man das noch schnell zu Ende denken, kann sagen, okay, diejenigen, die jetzt sowieso keine Lust aufs Arbeiten haben, die arbeiten ja nur, damit sie Geld verdienen. Das sind dann aber auch diejenigen, die sich immer was gönnen müssen für das hart und bitter erarbeitete Geld. Das sind dann auch diejenigen, die ja überall nach den Billigangeboten herumrennen, die da alle möglichen Schnäppchen einsammeln, die dann mit den Plastiktüten umherrennen und dreimal im Jahr in die Südsee fliegen oder in irgendeinem Billigflieger sich wieder irgendwo hinfliegen lassen. Das heißt, diejenigen, die nicht gerne arbeiten und nur deshalb arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen, wie Sie sagen, wären diejenigen, die am schnellsten von diesen digitalen Automaten und Robotern ersetzt werden. Die sitzen dann zu Hause und jetzt gehört ja nicht mehr so sehr viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, was für ein Schicksal die dann erwartet. Die kommen nicht auf die Idee, wenn sie dann die müssen ja ein bedingungsloses Grundeinkommen haben dann. Also irgendwie müssen sie ja leben. Also wird dann jetzt ja schon auch in der Wirtschaft und sogar im Silicon Valley darüber geredet, dass man wohl an dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht vorbeikommt. Das heißt, das wird alles schon durchdacht. Und die werden dann ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie alle anderen vielleicht auch bekommen. Aber jemand, der nie gerne gearbeitet hat, der wird dann nicht plötzlich auf die Idee kommen, im Wald aufzuräumen oder irgendwie eine Arbeit zu suchen, sondern der sitzt dann zu Hause auf dem Sofa und fragt sich, was er sich jetzt Tolles gönnen kann für das Geld, was er jetzt kriegt, ohne arbeiten zu müssen. Und das Naheliegendste ist eine virtuelle Brille, also eine VR-Brille. Die kauft man sich dann. Da kann man dann gleich auf dem Sofa sitzen bleiben und kann sich sozusagen überall in der Welt und wo immer man will, in alle virtuellen Räume hineinbeamen. Das ist dreidimensional, die sind schon sehr weit entwickelt. Kürzlich war ich bei so einem VR-Brillenentwickler und habe ihn gefragt, wer bezahlt denn diese ganzen Programme, das ist ja teuer, solche hochkomplexen Programme für diese Brillen zu entwickeln. Da hat er wie aus der Pistole geschossen gesagt, 95% Pornoindustrie. Und dann ahnt man schon, wo der Markt ist und womit sich dann diese Leute, die keine Lust aufs Arbeiten haben, beschäftigen. Und jetzt könnte man ein bisschen sarkastisch sagen, na, das ist ja toll. Dann sind ja diese Schnäppchenjäger alle weg, die im Augenblick dabei sind, unseren Globus am stärksten zu ruinieren mit ihren Abfällen und ihrem Konsumverhalten. Und die sind nicht nur aus dem Verkehr gezogen, weil sie auch zu Hause auf dem Sofa sitzen mit ihrer Brille, die vermehren sich auch nicht mehr. Das wäre dann das gigantischste Selektionsprogramm nach Darwin, was die Menschheit je erlebt hat. Bleiben ja dann am Ende nur noch die übrig, die gerne arbeiten. Und die müssten, damit die diese Freude am Arbeiten haben, müssten die ja aus Schulen kommen, wo ihnen nie die Freude am Lernen verloren gegangen ist. Und jetzt dürfen sie dreimal raten, warum das Spielen so wichtig ist. Also, das geht nicht anders. Wir brauchen uns auch eigentlich gar nicht anzustrengen. Wir brauchen auch das Spiel nicht zu retten. Das kommt von ganz allein, weil es anders nicht geht.